kann ich denn hier zwei Ketten? Was kannst du? Zwei Ketten ist hoch. Ketten ist eine. Ach nee, die RSI Constellation sehe ich da noch, alles klar. Wenn ich drin saß, wird das als Schiff angezeigt, okay. Hallo Ansagre. Also, hat heute schon wirklich Spaß gemacht. Das ist so, dass da aus diesen denke ich mir, was wir uns alle so ein bisschen vorstellen, ne? Ja, das ist auf jeden Fall das, ja. Jetzt haben wir keinen, der was rufen kann, oder? Was wollen wir denn? Doch, Freelancer. Was brauchen wir denn? Freelancer, ja. Freelancer habe ich hier. Ja, dann rufen wir beide Freelancer. Beide. B02. B01. B01, ja. Okay. B01. Darf ich fliegen? Ja. Bitte schon durch. Na. Du hast dir jetzt bloß nicht getraut, nein zu sagen, ne? Was? B01 ist deine, da musst du aber aufmachen hier. Ach so, geht nicht auf, oder wie? Ja, das geht erst auf, wenn der, der es bestellt hat, einmal draufgeklickt hat. Ah, okay. Ja. Wer ist jetzt eigentlich noch hier? Wir sind gerade nur zu dritt, oder? Nee, ich bin noch da. Okay, du kannst bei Matthias genau einsteigen. Noch, ja, bin ich auf dem Server. Das ist schon krass, dass hier die Kanonen hier in dem Laderaum sind hier bei der. Ach, die siehst du auch? Ja. Ich dachte, ich sehe die bloß alleine. Nee, weil wie lang das Ding doch ist. Geil. Ich bin weggeglitscht. Da sieht man mal, wie viel Drogen der Mann nimmt, ne? Er glaubt, er sagt, er sieht Sachen nur alleine. Ja, gern. Nein. Jetzt überleg mal, du hast schon den Oculus Rift oder so auf und ja. So, lass mal gut sein und du fängst dann an, irgendwo so einen Drehwurm zu kriegen, weil dein Schiff getroffen ist. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich da selber. Ja, ne? Ich bin übrigens eben gerade rausgeglitscht. Ich komm bei 10 FPS Oculus Rift, das ist ganz toll und dann drehen. Ja. Oh weh. Wer fliegt bei mir noch mit? Ein Moon, oder? Ich bin ja auf einer ganz anderen Ebene gerade hier. Ich bin ja wieder vorne, ich musste mich ja killen. Weil irgendwer glitscht da rum gerade. Die andere. Ja, ich glitch hier die ganze Zeit. Achso. Irgendwie bin ich jetzt unter der Plattform. Versuche dann töte ich mal geschwind und komm raus. Und ich hol dich drüben ab. Ja. Hast du dich getötet? Ja. Kannst ja hier, komm auf Landing Pod. Landing hier. 3. 2. Ja, dich holt ja Matthias ab. Und da habe ich schon ein Schiff stehen. B2. Okay, dann bin ich, gehe ich auf 3 und. Nee, ich gehe auf. Mir ist es egal, 5, wo du hingehst. 5. Egal, du wirst hier irgendwo ein Schiff finden. Ja, lass mich frei. Nein! Also ich bin an der 5, ne? Bei A5. Jo. Beziehungsweise ich besetze. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich steig gerade in die Kettnis, um hinzufliegen. Ich wusste ja nicht. Nee, bleib da. Er kommt doch rüber. Moment. B2, A7. Nee, oder? A7? Du bist doch der in der Cutlass, oder? Ja. Ja, A7 ist das. Ah ja, stimmt. Ich hab nur gesehen, wo mein Zeichen ist. Ne? Wobei ich sagen muss, Cutlass ist ja schön geworden unten, dass es als kleiner ist. Was ganz mies ist, du hast überhaupt keine Feindesanzeige hier drin. Ne? Also das geht irgendwie gar nicht. Oh, warte. Ja, ich muss hier landen und dann steig gleich in den Turm ein. Kannst du in den Turm einsteigen hinten? Ja. Turm besetzen. Ja, geht. Da habt ihr schön hochfahren sehen. So, ist jetzt jemand, den wir noch mitnehmen müssen?
glaube, wir sind die letzten vier Überlebenden von den 8. Die haben unsere Schweine schlafen muss. Nö, das nicht, aber. Die warten auf den Patch. Wir haben das Serverbalancing nicht überlebt. Ich muss sagen, der läuft im Moment echt nicht schlecht. Ich hoffe, der nächste Patch läuft genauso gut. Ja, vielleicht bringen sie ihn auch gleich auf Public, also. Ja. Kann natürlich auch sein, ja. Wenn sie nicht viel ändern, können sie denn eigentlich so wie es ist auf den Public schieben. Nein, ich glaube, das machen sie auf gar keinen Fall. Da stimmt was nicht. Ich habe die Tür aufgemacht, die geht gleich wieder zu. Das. Okay, bei mir war sie zu. Sieht zumindest lustig aus. Mach aber auch die Tür wieder zu hier. Cool, ich sehe gerade durch die Cutlass durch. Mhm. Bin am Bord. Okay. Dann wohin fliegen wir? Kleben wir mal zusammen irgendeine Comstation. Ja, guten Abend, der Herr. Sneaky, moin moin. Man wird doch Schiffe im Game kaufen können. Ja. Ich folge dir. Moment. Und auch hier wieder das schöne Phänomen, wir können uns selber abschießen. So, gehen wir mal auf 306. Ist ja doof, nach 90 Grad geht er zwar, aber du siehst ja nichts mehr, ne? Ja, 3, 2, 1, go. Was? 3? Dann kannst du es wahrscheinlich gleich, wenn ich da bin. Funktioniert. Bin da. Feuer frei! Okay, dann nehmen wir mal die Station hier. Ich habe Pirate 19. Bin kein Lob. Mein Gunner bereit? Ja, ich hier. Kann feuern. Ich kann nichts. Ich kann 19. Nur auf irgendjemanden schießen. Ich weiß noch nicht, ja. Das könnte auch ein Freund sein. Das müsste aber bei dir stehen, ob es Pirate ist oder. Ja, ist ich kann keinen loggen. Ich kann auch keinen loggen. Ja, doch, ja. Jetzt kann ich. Kann aber er zeigt mir kein, nicht, nichts an. Jetzt. Also irgendwas ist hier vorne faul. Schieß auf die Dinger vor uns. Mein Gunner, hallo? Ich hab irgendwie das Gefühl, der Vorheilung stimmt für mich. Also irgendwas ist hier mächtig, gewaltig faul. Ja. Und abgürzt. Ich hab mal kurz. Boah, ist das hier gerade eben eine mächtige Explosion neben uns gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hab Absturz. Boah, jetzt. Ich hab Absturz, bin raus. Weißt du, wie, was für Gegner früher? Kannst du noch schießen, mein Gunner? Also, ich kann noch schießen. Aber ich sehe hier. Ach, da. Jetzt. Das Problem ist, wenn du dich die ganze Zeit bewegst, das ist sowas von. Krass. Achso, du kannst dein Ding auch feststellen, indem du die linke Alt-Taste drückst. Linke Alt-Taste, dann bleibst du nämlich stabil da, wo du hast. Wenn du sie losdrückst, hält er nämlich auf dein Ziel drauf. Na gut, das Ziel an sich kann ich ja noch nicht mal anvisieren, das ist ja das Problem. Ey, muss mal gucken, ob er es nicht anvisiert hat oben. Die Anzeige ist, glaube ich, nämlich. Muss deine Kopfbewegung mal machen, vielleicht siehst du.
Ja, ist ein bisschen komisch, die funktionieren manchmal. Ah, da. Doch, jetzt sehe ich, glaube ich, was. Die schalten sich selber aus. Was ist das für Blödsinn? SC und R ist immer noch nicht zu erreichen, wie gesagt, ne? Sie. Wer will das schon? Spaß. Kickball. Ja, okay. Sagen wir jetzt mal anders, mit Interesse daran, was zu verändern. Ich krieg. Bei der Freelancer gibt man aber gar keine. Boah, was geht jetzt? Hallo? Kann es sein, dass wir irgendwie zusammengecrashed sind mit irgendwas? Weil. Ja, ihr dreht euch. Wir drehen uns so ungefähr gefühlt mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, ja, ich kann es auch nicht mehr aufhalten. Warte mal. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Aber ich bin gerade aus meinem Platz raus. Oh. Und das Krasse, ich klipp noch nicht raus. Das ist ja positiv. Aber ich krieg auch keinen Use-Button mehr. Ich kann auch nicht mehr schießen, also ach so, weil du ja raus bist, stimmt. Versuch auch mal. Geh auch mal raus. Vielleicht kommt der Patch. Also ich kann auf jeden Fall noch ganz normal hier rein. Also ich hab's schon ein paar Mal versucht, also da geht momentan immer Disconnection, oder? Vollkant. Also das Schiff, oh, oh scheiße, ich krieg... Was ist denn das? Alter Schwede! Das ist so geil! Boah, da muss ich erstmal... Kannst du einen Sitz rein? Ich krieg keinen Use-Button. Ja, ich hab ihn gerade gesehen, warte. Irgendwo hab ich ihn gerade gesehen. Warte. Oh, ich hab auch vorher kurz noch, aber dann war jetzt weg. Oder? Nee. Nein, der jetzt kommt ab schon. Und zu mal. Das ist sehr. Immer auf der Seite? Boah, was geht hier? Du darfst nicht nach draußen gucken. Jetzt stell dir mal das hier mit der Oculus Rift vor. Oh nee. Die Tür geht gar nicht mehr auf. Hallo Türe. Warte. Doch, jetzt. Ah, da, nee, jetzt geht sie wieder zu. Die reagiert nicht mehr auf mich. Ach so. Aber auf mir. Ja, gehen die Pots eigentlich schon? Nee. Nee, glaub nicht. Mal boah, ausprobieren. Wird's schlecht hier, wird's gleich SOS. Schlecht hier, oder Scheiße? Oh mein boah, Gott. Ich bin rausgeklippt. Ich bin rausgeklippt. Na toll. Boah, die dreht sich und dreht sich. Ich sehe das ja immer noch. Und die fliegt von mir weg. So geil. Ich versuch's trotzdem mal. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwie einen News-Button hin. Ja, sag's mir. Ich sehe dich auf jeden Fall. Ich kann dich von mir hergeleiten, falls du es hinkriegen solltest. Also ich aktiviere mal das Comrey. Ja, mach mal. Und wo ist das Comrey eigentlich? In der Mitte Station. Du musst bei den roten Lampen rein. Nee, ich meine, ich hab den. Ah, ich sehe aber die Station, aber die ist ein bisschen arg weit weg. Alter Schwede, also Matthias, holst du mich ab? Ich habe kein funktionierendes Schiff mehr, ich bin zu Fuß unterwegs. Alle haben sie hier, ey, unser. Naja, gut, die Freelancer ist ungefähr mit, wie gesagt, Lichtgeschwindigkeit unterwegs, in irgendwo. Oh, jetzt will ich noch einen Versuch machen. Ich töte mich mal. Ach so. Und dann. Meinst du, dass ich denn da ran kann? Nee, ich hol mir dann mal eine Aurora und versuch mal so viel von euch in die Aurora reinzupressen. Ob er sofort da reinkommt. Okay. Ey, das ist echt schon. Also, mir wurde es gerade schon leicht schummrig, gerade wo ich da im Cockpit war. Das ist auch aber auch krass. Jetzt noch saufen, das ist richtig gut. Oh mein Gott. Da muss irgendwie der Energiekern getroffen worden sein, deswegen ging nichts mehr. Ja. Vielleicht steht ja auch nicht umsonst alles hier rot. Aber irgendwie sehe ich noch ganz, irgendwas mit 139.000 immer mal aufblitzen.
Ja, das ist wahrscheinlich. Versuch mal ins Bett einzusteigen. Das wenigstens noch geht. Ins Bett kann man noch, okay. Das funktioniert also. Wo jetzt? Hä? Lieg gar nicht im Bett, ich lieg jetzt. Doch jetzt. Ein bisschen gedauert. Jetzt wäre es nett, wenn mich mehr abholen würde. Die Freelancer driftet weg. Ich hol gerade ihre Ruhe. Okay, aus dem Bett komme ich also nicht mehr raus. Ist der GF geht nicht, oder was? Nee, geht nicht. Okay, also rein konnte ich noch, aber raus komme ich nicht mehr. Also bei mir geht gar nichts mehr. Ja, bei mir auch nicht im Moment. Beim Gameplay muss man zu sagen, das ist auch noch nicht ganz ausgereift. Da ist noch nichts final. Kommst du gar nicht mehr ins in dem Launcher Connect, jetzt, oder ja, wie? Genau, gar nichts. Ich habe bloß aber Connection Error und raus. Also den Launcher kann ich die ganze Zeit starten. Ich habe den extra mal vorhin ausgemacht. Wenn ich mich jetzt einlogge, das geht wunderbar. Also einloggen bis zum Launcher, aber wenn ich halt dann, wenn ich euch sehe praktisch, ne? Ja. Also kann ich schon noch starten, aber dann immer Connection oder gleich drauf. Ah, okay. Also es sind noch Piraten, Schwind, Matthias, ich muss die erst noch gehen, ne? Ja, ich glaube 2 oder 3 sind noch übrig. Ich habe jetzt halt nur die MR, die hat nicht viel. Was wollen die eigentlich noch bringen jetzt? Von den Patches her, was Neues wird da nicht dabei sein, ne? Also nur Fehlerbehebung, sage ich mal. Ja klar, im Moment ist alles noch Fehlerbehandlung, bis die Mechaniken stimmen. Nee, aber und jetzt, dann also, dass jetzt der Hangar, der größere Hangar war ja mal im Gespräch. Ja, das aber sowas wird nicht mehr kommen, denke ich mal. Weiß nicht. Nein. Kommen nur noch Bugs im Moment. Alles Bugs. Zweit, check. Zurück, ja, bitte. Passt. Ja. Okay. Hä? Bist dran? Okay. Warte, ich komm. Ja, warte, wo bist du? Stehen bleiben. Geh ich mal mit? 50 Meter. Gut, okay, ich habe jetzt auch das Phänomen. Welches? Mit dem Login. Ach, du bist komplett raus aus dem Spiel, oder was? Ja. Weil ich nicht mehr auf Strong F raus konnte. Und Alt-GR und Back, um zu töten, ging auch nicht mehr. Nee, er steckt wieder aus, warte mal. Ich wollte hinten ins Bett rein. Ja, kann ich drin stehen bleiben? Ja, ich probiere mal stehen bleiben. Ich bewege mich mal, ob du rausklippst. Nee, momentan geht's. Passiert nichts. Na gut. Also ich hab keine Chance mehr. Also Sneakies. Ich spiele das Ganze mit. Ja, immer noch drin. Ich spiele das Ganze mit Joystick Gamepad. Und Lenkrad. Ich bin draußen. Komm zurück. Beim Jumpen bin ich raus. Ich muss hinten ins Bett rein. Was war denn das jetzt von der Position 306, ne? 306, ich sehe die Station. Warte mal, nicht mehr. Super. Du bist weggeflogen von der Station, oder? Ja, ich könnte ja nicht abbauen. 306, ich komme gerade wieder rein. Ah, aber ich sehe dich. Cool. So wie ich auf dir Passagier war, du bist 1913 Meter von mir entfernt. Ja klar, sobald du bei mir drin bist, musst du mich sehen. Wo ja, und flieg mal geradeaus. Geradeaus. Ja. Du kommst näher.
flieg nicht zur Station, sondern leicht links. Na, jetzt fliegst du weiter weg. Komm ich jetzt näher? Nee, andere Richtung, andere Richtung. Jetzt kommst näher, passt ja. 1900. Du fliegst wieder weg, den Winkel anpassen. Ihr schreibt gerade, mir wird bei den ganzen Tastaturkürzeln ähnlich schlecht wie Depp bei den Buben in der rotierenden Freelancer. Warte, fliegst wieder weg. Die rotierenden? Ja, das ist arg. Jetzt sag, fliege ich auf dich zu, oder? Weg, 2,5. Du musst umkehren und... Liegt doch eigentlich einfach... Ja, in die Richtung. Leicht links. Leicht rechts, runter. Rechts wieder. Nee, links und drauf. Links, drauf. Mehr links. Du kommst näher. Noch mehr links. Ein Kilometer. Noch mehr links. Na, jetzt fliegst du wieder weg. Was hast du jetzt gemacht? Jetzt komm ich jetzt wieder näher? 1500. In die andere Richtung. Jetzt kommst du ja näher, ja. Die Richtung ist gut. Alter, aber nach links. Flieg nach... wie bist du gedreht? Warte, ich sehe jetzt das genau. Nicht. Genau. Warte, ich schieße mal. Kopfschuss. Siehst du einen Laserschuss? Warte, ich mach mal Außenperspektive, mach mal jetzt. Nochmal. 50 Schuss habe ich noch. Machen wir nochmal. Nochmal. Siehst du was? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Schieß mal nochmal. Flieg mal geradeaus. Langsam. Okay, du fliegst von mir weg. Du fliegst nach unten. Irgendwie. Weiß nicht. Flieg nicht, fliegst du. Schaust du in diesen gelben Nebel wieder rein, ne? Ja. Da ist. Warte mal, was ist denn hinter mir? Flieg Richtung Planeten. Mehr Richtung. Richtung Planet. Zwischen Planet und. Den kleinen Nebel daneben. Nicht den großen Klein. Dahinter. Das bisschen Platz und dann ist so ein kleiner Nebel daneben. Drauf zu. Da fliegst drauf zu, ja. Passt. Komm ich näher? Ja, kommst näher. Und jetzt den Winkel in die gleiche Richtung noch weiter, also vom Planeten Richtung Nebel noch eine Spur weiter. Und das gleiche nochmal wie zum Planeten. Den gleichen Abstand wie zum Planeten hast vom Nebel jetzt zu dem Nichtspunkt, also wo ich bin. 700. Na, jetzt müsst ihr aber den Laserstrahl schon sehen. Warte mal, du bist zwischen... Jetzt nochmal das in der gleichen Richtung. Stopp. 90 Grad. Check. Was, 90 Grad in Boden? 90 Grad in der gleichen Richtung. Vom Planet zum Nebel weiter nach rechts. Ja. Stückchen rauf. Rauf. Nein, warte. Nicht dahin. Nach rechts weiter. Nach rechts. Mehr nach rechts. Noch mehr nach rechts. Ah, ich habe was gesehen. Ja, da. Geradeaus. 12 Uhr.
mühevoll, aber so finde was ich weiß. Ich steig mal wieder ein. Krass gefunden. Aber es geht nur, wenn man es vorher gesehen hat. Jetzt kann man's ich geh mal hinten rein, wenn das geht. Ich muss bloß ganz genau hingucken, weil sonst steig ich wieder aus. Ne, jetzt hast du eine Tür geöffnet. Also musst du genau richtige Punkt treffen, weil das ist total. Das stimmt überhaupt nicht. Dann machst du die Tür auf, obwohl du. Ja, ich bin draußen. Ich seh's. Jetzt stehst du gerade in der Luft. Jetzt sind wir. Ah, oh, das ist. Also, das haben sie echt. Das haben sie blöd gemacht. Das war schon mal besser. Ja. Ich glaube, du musst auch mehr nach unten gucken. Ja, wahrscheinlich nach unten. Immer nach oben probiert. Nee. Sitzt Jack überhaupt drin? Jack ist auch rausgeglitscht. Jack, ja, was machst du da? Ich bin halt aufgestanden. Ja, aber bei dir geht was. Bei dir geht komplett was Verrücktes ab. Dein Charakter dreht sich die ganze Zeit am Stand und er steht im Nichts. Ja, das sieht wirklich aus. Aber nicht mehr, oder? Wo bist du jetzt? War gerade drin im Schiff. Aber das, die Animation schaut geil aus, wenn du auch so rausschwimmst. Wo bist du gerade? Ich sehe dich gerade gar nicht. Mach mal Licht an. Ich komm gerade rein. Hä? Was war das jetzt? Wenn beide. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wenn einer links einsteigt, einer rechts einsteigt, nachher. Jetzt bin ich im Bett. Geht's bei dir noch? Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Muss nach dem Use-Button gucken. Use-Button? Ich kann mich nicht mehr drehen. Nicht? Nee, und das Schiff treibt weg. Dann hat die Aurora nicht mehr so gutes, gerade kein gutes Physical Grip. Oh, ich bin auch rausgeklappt. Der Kampf mit den Bugs. Ja, ich muss jetzt schlafen gehen. Wenn man mal bedenkt, vorhin lief es ja wesentlich besser. Ja, bei den größeren Schiffen. Na, ja. Gewisse Sachen funktionieren nicht. Wenn zwei zugleich einsteigen zum Beispiel. Ja. Oder die Aurora ist das Physical wird noch nicht so gut gemacht. Na, das ist glaube ich, das haben sie gar nicht den Fall. Das also bei mir. Ja, ich bin ja auch rausgestoppt. Das war schon mal besser. Ich konnte schon mal im drehenden Aurora aussteigen und drinstehen. Nein, aber wenn zwei gleichzeitig einsteigen, nachher ist bei einem ist die Animation abgebrochen und dann ist er in der T-Pose und kann sich gar nicht mehr rühren. Ich sehe dich hier schweben. Ja, flieg ein bisschen vorwärts, vielleicht kann ich noch wieder eine glitschen irgendwo. Lol, du wirst mal mein Bildschirm gucken. Mein Stream. Was war denn das? Du glitschst durch mein. Du bist. Das sieht krass aus. Was hast du jetzt gemacht? Okay.
Muss mal bei Zwiebeln gucken, wo du bist. So, mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier. Wieso, was passiert ist? Ja, guck mal weg, ich mach mal was Böses für dich. Ne, du bist bei mir fest drin, Mann. Ja. Komm schon mit. Das ist ja krass. Ich hab hier einen Arsch. Ich zähl bloß meine Geschwindigkeit gerade nicht. Kannst du mich irgendwie da absetzen? Ich will uns beide da absetzen, dass wir beide mal aussteigen können. So. Toll, ich komm. Nein, ich komm nicht raus. Warte mal, ich hab. Ach, shit. Bist du draußen? Ich wollte raus, aber ich hab. Ich. Warte mal, ich will mal einen Test machen. Bleib mal drin. Ich will noch schön was testen. Bloß mich ins Bett gelegt, statt rauszugehen. Die Use-Button stimmen da im R überhaupt nicht. Gut, ich verabschiede mich erstmal. Jo. Jo. Dann schönen Abend noch. Gute Nacht noch. Jo, ciao. Okay. Ciao. Jo. Weil vor wir dauernd rausgegangen, wo wir es nicht wollten, und jetzt gehen wir dauernd, setzt er sich von vorne nach hinten, obwohl ich woanders drauf drücke. Also die MR müssen, die Aurora müssen sie auch noch überarbeiten. Ja, ich bin raus. Noch kurz Geduld, Matthias. Du musst es irgendwie Aurora rammen oder so, dass du mich rausbringst. Ne, ich habe eine andere Idee, wie ich dich rausbringe. Mal gucken. Die Aurora bewegt sich. Was? Mhm. Ah, Disconnect, ich bin am Desktop. Ja, genau, gerade in dem Moment ging es mir genau. Genauso. Was sagt Discord? Sag an Audit One. That was an interesting crash. Nur warte, bis Patch kommt. Bearded schreibt.
Wie viel Handy jetzt gerade? Da ist doch. Was ist denn da jetzt? Wechsel? Ja, aber war cool mit so vielen Leuten auf dem Server zu sein. Ne? Das war voll für cool, ey. Ne? Ich verabschiede mich erstmal. Ja, Moni, gute Nacht. Hat Spaß gemacht mit euch. Ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Oh ja, allen natürlich. Ja, frohe Weihnachten, alle. Lasst euch gleich nicht verschenken. Ihr seid alle auf Stream, ne? Sage ich es jetzt nicht. Ja, dann ja, wünsche ich dir viel Spaß. Ne? Ja, danke, Chrisket. Bis demnächst. Ja, so. Ich sag auch gute Nacht. Ich muss morgen wieder arbeiten. Weißt du, musst arbeiten? Ja, morgen muss ich arbeiten. Ich muss bald wieder aufstehen. Also, ja, gute Nacht. Bis wann musst du arbeiten? Bis übermorgen. Wie, du musst jetzt über Heiligabend arbeiten? Ja. Und dann nochmal. Ja, gute Nacht. Dann auf Samstag, auf Sonntag. Das ist ja auch scheiße. Ja, ich mach so 60 Stunden Weihnachten rum. Ja, dann viel Spaß, ne? Ja, danke schön. Also gute Nacht dann. Gute Nacht. War ein echt ein Riesenspaß heute.